Hello Friends und mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen Too Good To Go Video. Ich rette mal wieder Lebensmittelreste von verschiedenen Restaurants, Cafés etc. Und das ist in Berlin. Wow, ich wohne in Berlin. Und werde euch berichten, ob sich das lohnt in Anführungszeichen. Ihr wisst, es lohnt sich immer Lebensmittel zu retten, aber einfach so im Vergleich zu den verschiedenen Spots, wo man wie viel bekommt, wie lecker es schmeckt, wie vielfältig es ist. Natürlich alles meine persönliche Meinung, deswegen zeige ich es euch ja auch, dann könnt ihr euch auch eure eigene Meinung drum bilden. Und etwas, was ich gerade super fresh entdeckt habe, was dann neu dazugekommen ist bei Better Fish, sagt mir auch gar nichts, obwohl ich mich ja in dem Bereich echt ganz gut auskenne, was Lebensmittel angeht. Da gibt es vegane Thunfischaufstriche für 4 Euro zu retten im Wert von 14 Euro. Und da bin ich richtig gespannt. Das ist in der Mollstraße, also so ein bisschen über dem Alexanderplatz. Okay, und das war gerade mal sowas von lieb. Also an sich war das eben in einem Coworking Space, wo das Startup ist, die diesen Wetterfisch machen. Und eben habe ich ja einmal diese Probierbox bekommen und dann zusätzlich noch ein Thunfisch-Baguette mit dazu bekommen. Und daraufhin, oder als ich dann irgendwie den Anschein gemacht habe, dass ich aus der Foodbranche komme, wurde ich dort noch angesprochen und mir wurde eine kleine Office-Tour gegeben und ich durfte ein paar Produkte noch mitnehmen von anderen Companies. Das hat mich riesig gefreut und es war mega cool, so ein bisschen sich zu vernetzen oder halt einfach mal Leute kennenzulernen aus der Foodbranche hier in Berlin. Ja, das war gerade richtig knuffig und so. Für mich geht damit jetzt erstmal auf nach Hause. Okay, Friends, ich bin jetzt noch mal kurz beim Sport abgebogen und dachte, aber jetzt esse ich auf jeden Fall schon mal ein Tuna-Sandwich vorher. Also ja, das vegane Tuna-Sandwich, das sieht richtig gut aus mit Sweet Corn und Pepper. Eben vegan und dann kann ich das ja schon mal tasten, weil eigentlich dachte ich, ich habe einen Löffel dabei, um die Aufstriche schon zu probieren. Habe ich aber nicht. Hier haben wir nämlich mit Ackerbohnenprotein und Meeresalgen. Das ist ja mal super spannend. Okay, und das Paket aber auch schon eingepackt, ausgepackt. Hier habe ich dann 4-mal eine Tuna-Naturfisch-Creme. Und ja, das sind eben 150 Gramm pro Becherchen enthalten. Eben auf der Basis von Meeresalgen. Das ist echt mal eine coole Sache. Genau, und MAD ist 11.07. Das ist ja wirklich nur noch ein paar Tage. So sieht es schon mal aus. Da seht ihr die Thunfischschicht. Oh mein Gott. Und das mit das erste Mal, dass ich sage, dieser vegane Thunfisch. Boah, ist der gut. Oh mein Gott, der schmeckt wirklich wie Thunfisch. Also das ist genial gelungen. Ich bin beeindruckt. Wirklich top. Und auch an sich, das Sandwich gab es ja noch on top. Deswegen Preis-Leistungs-Verhältnis für 4 Euro. So viel geniale Sachen. Also wirklich 1A und ist eben auch noch ein Mini-Startup. Deswegen kann ich das auch noch nicht. Aber finde ich richtig, richtig cool. Ich hoffe, die werden erfolgreich und deswegen bekomme ich das Ganze. Also nee, den Aufstrich habe ich noch nicht probiert. Aber das wird das gleiche sein wie hier die Creme. Die ist wirklich lecker. Und deswegen 10 von 10 Punkten. So, und jetzt aber doch noch mal kurz hier auch die Creme probiert. Und wirklich, Leute, es ist so, so lecker. Ein Traum. Ich bin hin und weg. Yes, und eben noch mal, wo ich persönlich immer sehr, sehr gerne hingehe, ist halt Dunkin' Donuts. Da war ich schon so oft mit Too Good To Go, weil man halt wirklich einen so ein 6er-Pack bekommt, manchmal sogar 7, also für 4,50 Euro. Ich liebe es einfach und man hat meistens auch echt eine gute Auswahl. Und ich bin einfach immer wieder ein riesengroßer Dunkin' Donuts-Fan. Also ja, bekommt bei mir immer eine glatte 10 von 10. Für mich geht's heute zum Spätkauf. Wow, mehr stört da auch nicht, dass der Spätkauf in der Grünberger Straße eine Überraschungstüte mit Backwaren im Wert von 9 Euro für 3 Euro gehe ich mir jetzt in der Grünberger Straße holen. Genau, das ist nämlich in Friedrichshain in der Nähe vom Boxhagener Platz. Mal schauen. Und ich bin mit meiner Auswahl wieder zu Hause angekommen. Ich habe gerade schon eins probiert und zwar ein Mandelhörnchen und überhaupt eine Top-Auswahl. Ich bin super zufrieden.
Erstmal hier seht ihr immer schon das Mandelhörnchen. Also mir ist alles leider mal wieder ein bisschen auf dem Fahrrad kaputt gegangen. Es tut mir mega leid, aber es sah noch super aus. Es schmeckt vor allem noch sehr, sehr lecker. Und dann habe ich hier einfach 3 Stück leckeren Walnuss-Streuselkuchen. Der ist schon ein bisschen getrocknet, sagen wir es jetzt mal so. Aber ich finde es noch vollkommen fein. Dann hier so einen Keks gefüllt mit Nougat und noch ein Zuckergussglasurkuchen. Der ist nun wirklich schon super, super fest. Also, ja, ein saftiger Kuchen ist was anderes, wie ihr merkt, ich drücke hier gerade. Und dann noch 2 belegte Brötchen. Da muss ich auch einfach sagen, das war jetzt wirklich einfach Fahrrad geschuldet. Und dass ich hier schon ein bisschen unterwegs war, dass der Salat angelaufen ist. Es hat nichts mit der Qualität, die ich dort vor Ort bekommen habe, zu tun. Und noch ein zweites mit Käse und Tomaten und eben ein Käsebrötchen. Also das ist wirklich eine geniale Ausbeute. Für 3 Euro müsst ihr euch überlegen, das ist auch mehr als 9 Euro wert. Und wie gesagt, die Nussecke war schon mal super lecker. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch noch ein Stück von dem Streuselkuchen essen. Ich probiere den jetzt schon mal. Ich habe irgendwie noch nie so die Kombi aus Walnuss-Streuselkuchen gehabt. Ihr? Also ich finde es lecker. Doch, der ist wirklich lecker. Also schon sehr trocken, aber es ist trotzdem noch lecker. Und deswegen, also ich finde den Spot wirklich gut. Würde da auch wieder hingehen, deswegen bekommt es 9,5 Punkte, ein bisschen Abzug, weil es halt schon relativ trocken ist. Und es ist ein super schöner Sommertag und für mich geht es heute ins Café Hermann Eike. Dort kann ich Sachen im Wert von 4 Euro, im Wert von 12 Euro abholen für 4 Euro. Und zwar ist das in der Brunnenstraße. Das ist, ich weiß nicht, ob es schon zu Gesundbrunnen gehört. Auf jeden Fall ist es noch so Mitte Berlin in der Nähe vom Mauerpark. Wieder zurück ist es schon ein wenig später. Also ich bin eingemummelt hier in meiner Homeware und ich bin sehr zufrieden. Also erstmal war es ein sehr, sehr süßes Café, wirklich richtig schön auch, also so richtig modern, schön eingerichtet. Man konnte dort auch draußen sitzen und es waren ausgefallene Dinge. Ich habe jetzt so einen Brownie mit Tahini und also so, glaube ich, sehr selbstgemachte Dinge dort. Und hier ist der Teller und es hat alles auf jeden Fall auch einen Wert von 12 Euro. Denn der Bagel hat allein schon 6 Euro gekostet und ja, deswegen hier noch so einen, ich muss gleich mal aufschneiden, das ist wahrscheinlich so ein Nusstörtchen und hier dieser fancy Brownie und eben einen Kichererbsen-Bagel. So, und ich habe den Kuchen mal aufgeschnitten und oh mein Gott, das sieht aus wie so ein richtig saftiger, also den muss ich jetzt auf jeden Fall als erstes probieren, saftiger Pistazienkuchen. Oh, so ein Mürbteiggebäck, ganz, ganz lecker, wirklich. Aber noch gespannter bin ich eigentlich auf diesen Brownie. Und da merkt man halt wirklich, dass er selber gebacken ist. Und der ist wirklich lecker. Total schokoladig. Jetzt habe ich gerade schon gesehen, der Bagel ist hier oben noch mit so einer Olivenpaste. Ich habe mich erst total erschrocken und dachte so, oh mein Gott, die Avocado ist aber geschimmelt. Hab dran gerochen, ist Avoliven. Ist Olivenpaste und unten drunter ist eben Avocado. Den probiere ich jetzt auch mal. Ich glaube, den gibt es nämlich jetzt noch gleich zu Abendessen. Ist interessant mit den Oliven, also mit der Olivenpaste, ist aber was anderes. Ist eben noch gegrilltes Gemüse on top, Salat, aber alles wirklich noch sehr, sehr frisch. Eine sehr gute Qualität, wurde eben auch erst frisch aus der Auslage rausgenommen und wirklich durch und durch top. Ich bin begeistert, finde die Auswahl total gut, eben weil es alles frische Dinge sind und deswegen bekommt es 10 von 10 Punkten. Und heute geht es dann als letzter Spot für dieses Video in die Friedrichstraße zur Ursprung. Und zwar kann ich da Sachen im Wert von 16,50 Euro abholen. That's a lot. Und ich habe auch 5,50 Euro gezahlt. Und da steht, ich kann verschiedene Salate abholen. Da bin ich gespannt, ob es wirklich Salate gibt. Und das ist in der Friedrichstraße. Genau, also in Berlin Mitte. So, ich bin jetzt erstmal eigentlich eine Runde beim Sport, aber ich habe gerade schon gesehen, dass ich einfach eine Packung Salat bekommen habe. Also halt eine Packung, nicht so eine Salatbowl. Richtig witzig. Also ich zeige es euch einfach schon mal, damit ihr seht, dass sie, also weil ich denke mal in 2-3 Stunden, ich weiß nicht, wie der Salat dann noch aussieht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. I mean, look at this. Das ist einfach wirklich so ein Bag voll Salat und ich weiß nicht warum. Ich meine, das ist ja auch einfach nur eine andere Art von Verpackung.
irgendwie, das reizt mich gerade so gar nicht. Oh, ich hoffe, das ist noch gut, wenn es zu Hause ankommt. Ja, noch nie so gesehen. Ich mache einfach halt wirklich so ein Bag mit Dressing. Sieht aus wie so ein Blutspende-Bag. Ja. Da haben wir dann noch zwei Cookies und ein Stück Kuchen mit dabei. Ja, also Cookies werde ich, glaube ich, jetzt schon mal naschen, weil die sehen echt gut aus. Und ja, okay, ja, ein krasses Stück Torte hier. Ich muss sagen, ich bin ja gar nicht so der Tortenmensch, deswegen, ich glaube, das werde ich auf jeden Fall einer Freundin gleich mitgeben, die ich jetzt noch sehe. Die wird sich, glaube ich, riesig drüber freuen, aber an sich schon mal eine coole Ausbeute, muss ich sagen. Überhaupt war ich total überrascht, dieses Kaufhaus, dieses Dussmann, das ist ja in der Friedrichstraße, und da war das ja hinten drin, also so total versteckt und irgendwie super knuffig gemacht. Also das fand ich schon mal richtig cool. Und für 5,50 Euro jetzt so die Ausbeute, ist gut eigentlich. Also ich finde, das ist schon der Wert übertroffen, weil so ein Stück Torte kostet ja eigentlich schon immer so 8 Euro oder sowas. Und die Kekse, die sind hausgemacht etc. Deswegen, ich probiere die jetzt mal und dann gebe ich Punkte. Cheers! Die sind wirklich super, super lecker. Und an sich ist das ja ein ganz normaler, frischer Salat noch. Deswegen, ich gebe dem Ganzen jetzt schon mal Punkte und es bekommt von mir, also, ich wollte eigentlich Sterne geben, aber habe ich jetzt wieder abgeschafft. Ich mache keine Sterne mehr, ich gebe wieder meine Punkte. Verwirrt mich viel weniger. Und deswegen bekommt 9 von 10 Punkten. Und wir sind auch wieder am Ende des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch. Folgt mir gerne, dann verpasst ihr solche Videos nicht mehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Let me know, was war euer Lieblingsspot. Und dann bis bald.